AirPods. Einrichtungs- und Installationsanleitung. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund und habt die glücklichsten Tage. Heute habe ich ein neues Video mit euch, nämlich AirPods. Einrichtungs- und Installationsanleitung. Ich hoffe, es gefällt euch, aber bevor ihr euch das Video anschaut, abonniert den Kanal. Um alles Neue zu erfahren. Nun folgen wir der Erklärung. Willkommen beim ultimativen Leitfaden zum Einrichten Ihrer AirPods und zum Maximieren Ihres Vergnügens. In einer Welt, in der sich die Technologie ständig weiterentwickelt, sind AirPods zu einem unverzichtbaren Gegenstand für Audioliebhaber geworden. Dieses Video ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alles, was Sie über die Installation und Verwendung von AirPods wissen müssen, damit Ihr Hörerlebnis reibungslos und angenehm wird. Einrichten Ihrer AirPods. Schritt für Schritt Anleitung. Verwenden Sie beide AirPods. Für die beste Klangqualität und Funktionen tragen Sie beide AirPods gleichzeitig. Doppeltipp-Funktionen. Passen Sie die Doppeltipp-Aktion auf jedem AirPod an. Um abzuspielen, anzuhalten, Titel zu überspringen oder Siri zu aktivieren. Automatische Ohrerkennung. Aktivieren Sie die automatische Ohrerkennung, um den Ton nahtlos anzuhalten und fortzusetzen, wenn Sie Ihre AirPods entfernen oder aufsetzen. Geräuschunterdrückung. Falls zutreffend, wählen Sie zwischen Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus oder aus, um den Pegel der Umgebungsgeräusche anzupassen, die Sie hören. Halten Sie das Gehäuse aufgeladen. Laden Sie das Gehäuse regelmäßig auf, um sicherzustellen, dass Ihre AirPods immer mit Strom versorgt sind. Denken Sie daran, bei diesen Schritten handelt es sich um allgemeine Richtlinien. Die spezifischen Anweisungen können je nach Gerät und AirPods-Modell variieren. Detaillierte Informationen zu Ihrem Setup finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch oder auf der Apple Support Website. Beginnen Sie mit der Verwendung Ihrer AirPods. Das Einrichten Ihrer AirPods ist einfach, aber es ist wichtig, es richtig zu machen, um das beste Erlebnis zu erzielen. Die Ersteinrichtung. Auspacken und erster Eindruck. Wenn Sie Ihre AirPods zum ersten Mal erhalten, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das elegante Design und den leichten Komfort zu genießen. Einrichtungsanforderungen. Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone auf die neueste iOS-Version aktualisiert ist, um eine nahtlose Kopplung zu ermöglichen. Kopplung mit dem iPhone. Öffnen Sie das Lade-Etui. Öffnen Sie das Case neben Ihrem iPhone, während sich Ihre AirPods darin befinden. Automatische Eingabeaufforderung. Die Setup-Animation sollte auf Ihrem iPhone erscheinen. Verbinden. Tippen Sie auf Verbinden und befolgen Sie alle zusätzlichen Anweisungen für Ihre AirPods Pro oder AirPods der dritte Generation. Kopplung mit anderen Geräten. Mac Setup. Stellen Sie für Mac-Benutzer sicher, dass Ihr macOS auf dem neuesten Stand ist. Ihre AirPods stellen möglicherweise automatisch eine Verbindung her, wenn Sie mit derselben Apple-ID mit Ihrem iPhone eingerichtet sind. Android und andere Geräte. AirPods können über Ihre Bluetooth-Einstellungen mit Geräten anderer Hersteller gekoppelt werden. Erweiterte Funktionen und Anpassung. Ihre AirPods sind mehr als nur kabellose Ohrhörer. Sie sind vollgepackt mit Funktionen, die Ihr Hörerlebnis verbessern. Personalisieren Sie Ihre AirPods. Einstellungen anpassen. Greifen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres iPhones auf das AirPods-Menü zu, um Funktionen anzupassen. Ohrstöpsel passform ist. Insbesondere bei AirPods Pro verbessert die Sicherstellung einer korrekten Passform die Klangqualität und den Komfort. Verwenden Sie Siri und Steuerelemente. Sprachunterstützung.
Verwenden Sie Siri zur freihändigen Steuerung. Zum Beispiel zum Anpassen der Lautstärke. Steuerung anpassen. Passen Sie Einstellungen wie Geräuschunterdrückung und Mikrofoneinstellungen an. Optionen zur Lärmbekämpfung. Aktive Geräuschunterdrückung für ein beeindruckendes Audioerlebnis. Insbesondere in lauten Umgebungen. Transparenzmodus. Nehmen Sie Ihre Umgebung wahr, während Sie den Klang genießen. Batteriemanagement und Pflege. Eine längere Akkulaufzeit und die richtige Pflege sind für eine lange Freude an Ihren AirPods unerlässlich. Überprüfen Sie den Batteriestatus. Auf dem iPhone, der Batteriestatus wird angezeigt. Wenn sich Ihre AirPods in der Nähe Ihres iPhones befinden und die Hülle geöffnet ist. Für Geräte, die nicht von Apple stammen. Der Batteriestatus kann über die Bluetooth-Einstellungen des verbundenen Geräts überprüft werden. Laden Sie Ihre AirPods auf. Verwendung des Ladekoffers. Der Koffer ermöglicht mehrere Aufladungen und stellt sicher, dass Ihre AirPods immer einsatzbereit sind. Best Practice. Vermeiden Sie Überladung und extreme Temperaturen. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, beheben Sie häufig auftretende Probleme. Selbst die beste Technologie kann Probleme haben. Nachfolgend finden Sie Lösungen für häufige Probleme mit AirPods. Kommunikationsprobleme. Erneutes Koppeln. Manchmal können Verbindungsprobleme durch einfaches erneutes Koppeln Ihrer AirPods behoben werden. Auf Störungen prüfen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Ihren AirPods und dem Gerät keine physischen oder drahtlosen Hindernisse befinden. Probleme mit der Tonqualität. Passform der Ohrstöpsel. Insbesondere bei AirPods Pro kann die Gewährleistung einer korrekten Passform die Klangqualität erheblich verbessern. Reinigungstipps. Durch regelmäßiges Reinigen Ihrer AirPods und des Gehäuses bleibt die Klangqualität erhalten. Anwendungen und Benutzererfahrungen aus der realen Welt. Über die Grundlagen hinaus geht es darum, wie AirPods den Alltag verbessern. Fitness und Lebensstil. Workout Buddy. AirPods eignen sich dank ihres kabellosen Designs und ihrer Schweißresistenz hervorragend zum Training. Unterhaltung für unterwegs. Egal, ob Sie unterwegs oder auf Reisen sind. Mit den AirPods können Sie ganz einfach Ihre Lieblingsmusik genießen. Arbeit und Produktivität. Remote-Arbeit. AirPods bieten klaren Klang für Anrufe und Besprechungen. Was für Remote-Arbeit unerlässlich ist. Konzentration und Produktivität. Die Geräuschunterdrückung hilft, die Konzentration in lauten Umgebungen aufrechtzuerhalten. Zusammenfassung der Fakten. AirPods bieten eine einfache Einrichtung mit Apple- und Nicht-Apple-Geräten. Passen Sie Einstellungen und Steuerelemente für ein personalisiertes Erlebnis an. Geräuschunterdrückungs- und Transparenzmodi verbessern den Audiogenuss. Die richtige Akkupflege verlängert die Lebensdauer Ihrer AirPods. Die Behebung häufiger Probleme gewährleistet eine unterbrechungsfreie Nutzung. AirPods sind vielseitig einsetzbar für Fitness, Unterhaltung und Arbeit. Anweisungen. Wie überprüfe ich, ob meine AirPods richtig mit meinem Gerät verbunden sind? Nach der Kopplung sollten sich Ihre AirPods automatisch mit Ihrem Gerät verbinden. Wenn Sie sie aus der Hülle nehmen, Sie können den Verbindungsstatus in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts überprüfen. Kann ich AirPods mit mehreren Geräten verwenden? Ja, AirPods können automatisch zwischen Geräten wechseln, die mit derselben Apple-ID registriert sind. Bei Geräten, die nicht von Apple stammen, müssen Sie diese manuell über Ihre Bluetooth-Einstellungen verbinden. Wie kann ich die Akkulaufzeit der AirPods maximieren? Um die Akkulaufzeit zu maximieren, vermeiden Sie ein Überladen Ihrer AirPods und bewahren Sie sie in einer Umgebung mit gemäßigten Temperaturen auf.
Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterie und laden Sie sie bei Bedarf auf. Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wir uns in einem guten Video sehen.